KinoCast. Let's go! Hallo und herzlich willkommen, it's a go. Willkommen hier zum KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, Kate kränkelt immer noch ein bisschen rum. Viele Grüße hier von der Seite. Gute Besserung, genau. Und ja, willkommen im KinoCast. Heute Folge 800. Ich habe nichts vorbereitet. Ich kann hier mal random, ich weiß nicht, ich glaube hier habe ich lange nicht drauf gedrückt. Was ist das? Achso, nee, das war die Grille. Das passt. Folge 800. Folge 800 und heute gibt es jede Menge Lichtpreise. Ja, ach guck mal, was ich hier auch noch habe. Den Blackberry-Sound, den hatten wir ja auch mal. Was der Erik aber nicht weiß, ist, natürlich war ich voll im Bilde, dass es Folge 800 ist. Das heißt, ich habe auf gar keinen Fall irgendwas vorbereitet. Ja, ich auch nicht. ihr bekommt die gewohnt hohe Qualität an Sendungen, die ihr von uns gewohnt seid. Ja, auf jeden Fall. Wir haben was mitgebracht, nämlich einen niegelnagelneuen Film aus der Sneak Preview. Der heißt Schock, ein deutscher Film. Und dazu später mehr, was das für ein Schock ist, wer geschockt ist, warum, weshalb. Bleibt unbedingt dran, es lohnt sich. Dann hatten wir eine Rezensionsdisc bekommen, die hat diesmal der Chris, der wollte die gerne sehen, weil er irgendwie Instagram-Trailer reingespült bekommen hat, der ganz nice aussah. Das war Ultimatum, die Bombe tickt. Oder spanischer Originaltitel irgendwie Donde esta la Bomba oder so ähnlich. Nee, war ein bisschen anders, der Titel. Der heißt, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, der Mann, der übersetzt irgendwie was so, der Mann, der die Bombe um. Ja, irgendwas mit Diaz irgendwie, ne? Irgendwie der Mann, ja. Wenn naja. Es Diaz, Messias. Ja. Emanuela, lass die Finger von. Percy Jackson, Chris hat bei Percy Jackson, jetzt weiß ich nicht, Film, Serie, wir werden es erfahren. Steht unter Serie, wenn du genau guckst. Ich wollte ein bisschen die Leute anheizen, aber gut. Ja, die Serie hat er geguckt, jetzt ein bisschen late to the party, würde ich sagen. Aber gut, mal sehen, wie er es fand. Ich habe sie durchgeschaut, hallo. Oh, wow. Na? Also, hallo. Wow. Okay, Musiktipp gibt es dann auch noch am Ende. Und jetzt starten wir mal rein mit Schock. Schock. Bei Schock handelt es sich um einen, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne einen deutschen Film-Noir-Gangster-Thriller. So, klingt ja erstmal, wow, was ist das, was verbirgt sich dahinter? Wir, vielleicht erstmal ganz kurz, der Film ist von Dennis, ich glaube, Mosito nennt er sich selber, glaube ich, schreibt sich M-O-S-C-H, also Mosito. Und Daniel Rakete Siegel, die beiden haben das gedreht, Regie und Drehbuch geschrieben, beide. Und Dennis Mosito spielt auch die Hauptrolle in diesem Film. Weiterhin zu sehen in der Rolle ist Fariadim, den wir ja durchaus gern mögen, nicht erst seit Clerks, seit Jerks. Anke Engelke hat auch noch eine Rolle. Und wer jetzt denkt, ach, Anke Engelke, Knudel oder sowas. Nee, die hat eine richtig coole Rolle. Worum geht's? Wir begleiten einen Typen, der uns erstmal nicht näher vorgestellt wird. Ist halt Dennis Mosito. Er hat die ganze Zeit so eine Corona-Maske, so eine hier FFP2-Maske an. Ist wahrscheinlich, könnte sein, dass es gedreht ist während der Corona-Zeit. Gibt auch da so ein paar Hinweise darauf. Oder dass es zumindest in der Zeit spielen sollte, also relativ aktuell. Und die Kamera begleitet ihn immer so Third-Person-mäßig, ist immer sehr nah dran. Und wir sehen, wie er durch die Nacht läuft. Es spielt sich meistens immer per Nacht, in der Nacht irgendwo ab. Und er läuft dann so durch die Unterwelt. Und ich glaube, Köln ist das, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Köln. Man sieht mal ein paar, also man sieht natürlich nicht den Kölner Dom, die typischen Landmarks, aber man sieht, glaube ich, mal so ein paar Ecken, wo ich dachte, ja, das ist, glaube ich, Köln. Na, jedenfalls geht er immer in irgendwelche Unterweltläden. Man sieht ihn da in so ein Bordell gehen, heißt irgendwie Asia-Paradies, wo irgendwelche geschmuggelten asiatischen armen Frauen, denen wahrscheinlich die Pässe weggenommen worden sind, irgendwie zur Prostitution gezwungen werden. Und wenn die krank sind, dann rufen die halt, gehen die halt nicht zum normalen Arzt, weil sie halt
da gar nicht, weil die sonst auffallen würden, ja. Sondern man ruft dann halt diesen Arzt, gespielt von Dennis Mosito. Wie heißt der eigentlich im Film? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, ist gar nicht benannt, hat gar keinen Namen hier, oder? Steht gar nichts da. Ein No-Name? Na, warte mal, der hat doch einen Namen, oder? Nee, hier steht auch kein Name. Haben die den nicht irgendwann mal angeredet irgendwie? Bruno, ja. Bruno. Bruno heißt er, hier steht. Das sag ich sogar, ich hab's rausgefunden. Hier steht es, jetzt habe ich es gefunden. Aber wir sprechen nicht über Bruno. In der IMDb steht nichts drin, bei Filmstarts, doch bei Filmstarts steht der Name, jetzt habe ich es gesehen, aber bei Moviepilot nicht. Egal, jedenfalls, der wird dann halt immer gerufen, wenn es um solche Sachen geht. Also auch wenn sich irgendwelche Gangster irgendwo verletzen, vielleicht Stichwunden, Schusswunden, irgendwas, dann wird er halt gerufen. Wir erfahren jetzt nicht, warum hier in den ganzen Filmbeschreibungen, die es überall gibt, steht, dass er Arzt ist und seine Approbation verloren hat. Das erfahren wir aber erstmal überhaupt nicht, sondern wir sehen ihn halt, wie er da so eine Prostituierte, wie er der dann wirklich in den ersten 5 Minuten, wie er deren Zahn zieht, ja, in ihrem Bett, wo sie normalerweise irgendwelche Freier in Empfang nimmt, spritzt er da irgendwelche Sachen in den Kiefer und zieht dann mit einer Zange das raus. Sieht schon professionell aus, wie er es macht, aber ist natürlich überhaupt nicht das Umfeld. Und dann gibt er ihr noch irgendwelche Antibiotika mit, die sie nehmen soll, damit sich das nicht entzündet. Und damit ist die Sache erledigt und sagt dem Bordellchef, der soll halt die erstmal nicht arbeiten lassen. Und ja, wir sehen die Prostituierte später noch wieder, denn die muss weiterarbeiten und das entwickelt sich alles nicht so gut, ihre Wunde im Mund und so. Jedenfalls, als er dieses Bordell verlässt und gerade im Auto sitzt, sieht er, wie da irgendwie ein Typ da reinstürmt, es fallen Schüsse und wie der andere Typ wieder rausrennt aus dem Bordell und er überlegt halt erstmal, geht er jetzt rein oder geht er nicht rein? Er geht rein, findet dort Fariadem, den ich erstmal gar nicht erkannt habe, weil er übelst einen Bart hat und ganz anders aussieht, als man ihn kennt. So. Und ja, er hat eine Schusswunde durch die Schulter und er will ihn da erstmal so ein bisschen notdürftig verarzten und macht er auch und will ihn eigentlich ins Krankenhaus bringen, aber er will absolut nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Und so verarztet er den halt erstmal vor Ort und bringt ihn dann auch nach Hause. Und wir erfahren dann halt auch noch so ein bisschen, dass es offensichtlich sein Schwager ist, Fariadem. Und ja, deswegen, also er kennt ihn dann auch, sein Schwager Fariadem, der wusste gar nicht, dass er sowas macht, da als Arzt da in der Unterwelt tätig ist. Also er erfährt das dadurch zum ersten Mal und ja, das ist aber nur das eine, sondern während seiner Tätigkeit als, sag mal, Gangsterarzt in der Unterwelt bekommt er auch mal ein Angebot von einer Anwältin, gespielt von Anke Engelke, die ihm sagt, sie hat ein Angebot für ihn, dass er einen älteren Italiener behandeln soll, der eine ganz spezielle Behandlung braucht. Der hat offensichtlich irgendeine Art Krebs, Blutkrebs oder sowas, braucht ein ganz spezielles Medikament und das muss er natürlich auch erstmal beschaffen, dieses Medikament. Das ist so eine Infusionslösung, die ihm mehrfach verabreicht werden muss. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie eine Chemotherapie oder sowas, weil ich kenne mich medizinisch nicht so aus, aber halt so eine Infusionslösung, die ihm mehrere Male verabreicht werden muss und das ist wohl alles nicht so ohne und er soll dafür eine große Menge Geld bekommen und wie immer, wenn es eine große Menge Geld gibt von zwielichtigen Gestalten, dann hängt auch einiges dran und so ist es auch hier so. Zum einen ist es wahnsinnig schwer für ihn, dieses Medikament überhaupt zu bekommen. Er muss sich da in wirklich ganz düstere Kreise begeben und das klappt auch alles nicht ganz so, wie er sich's gedacht hat und er rutscht dann immer tiefer rein. Und parallel dazu entwickelt sich die Geschichte mit Fariadem in eine sehr ungünstige Art und Weise. Das will ich jetzt auch mal nicht spoilern. Ich darf eigentlich relativ viel nicht spoilern, weil ich habe zwar den Trailer gesehen gehabt von dem Film, als wir, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so mal von der Filmfirma mal so einen Trailer bekommen haben, so nach dem Motto, hier, guck mal da rein, wir kriegen da immer mal solche Filmverleih-Nachrichten und da fand ich den von der Bildsprache her schon ganz cool und man hat aber im Trailer zum Glück nichts weiter erfahren und das fand ich auch gut, weil da sind so viele Sachen passiert, die mich sehr überrascht haben und die ich richtig verdammt gut fand, weil es ist halt,
Es ist ein Film von einem quasi ein Erstlingswerk. Dennis Mosito hat, glaube ich, vorher noch keinen Film gedreht. Und da ist es ja manchmal so, dass viele sich dann irgendwo an anderen Sachen orientieren und dann viel kopieren, weil sie selber irgendwie nicht so die richtigen Ideen haben. Aber hier ist es so, das knallt halt wirklich voll rein. Das ist richtig gut gemacht und er vermeidet halt auch diese typischen Fehler bei solchen Film-Noir-Sachen. Zum Beispiel, wir sehen ihn halt am Anfang nur so in dieser Third-Person-Perspektive, also quasi über die Schulter blicken wir ihm zu, wie er da seine Arbeit macht. Es wird nichts großartig geredet, ja. Es wird nur, man sieht nur die Personen agieren. Üblicherweise in solchen Filmen, wenn die Drehbuchautoren und Regisseure, wenn die weniger Ideen haben, dann machen die da so eine Off-Stimme, wo dann quasi die Gedanken des Helden erklärt werden, damit die Zuschauer angeblich leichter reinfinden in das Ganze. Und das wird hier ganz bewusst vermieden, ja. Dadurch entsteht so eine ganz düstere Stimmung, weil es wird halt nichts erklärt. Du bist da, was macht er jetzt? Warum, weshalb, wieso? Und was passiert hier? Und du bist halt am Aufpassen und diese ganze Geschichte, die, weshalb er das macht und warum, weshalb, wieso, Approbation verloren, das wird halt mehr oder weniger in Gesprächen deutlich, die er mit anderen führt. Da muss man halt auch wirklich ganz gut aufpassen, wenn er mit anderen redet und dann wird halt im Gespräch mit seiner Schwester manchmal irgendwas angesprochen von damals und irgendwas. Und das ist aber halt alles so beiläufig und nicht so quasi mit der Faust aufs Auge, dass wirklich der letzte Zuschauer kapiert. Und dadurch, wenn man das alles mitbekommen hat, was dahinter steckt und wieso er das macht, was seine Beweggründe sind, dann ist es einfach ein richtig gut inszenierter, geschriebener Film. Und mir hat der wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl er auf so eine düstere Art Spaß macht. Er ist richtig gut gefilmt, ist alles so Neo-Noir-mäßig. Man sieht es ja auch, wenn man sich hier so Bilder anschaut, zum Beispiel hier bei filmwelt.de bin ich da drin, das sind wahrscheinlich die Verleiher, filmweltverleih.de. Das ist alles so Neonfarben, gerade wenn er sich durch die Nacht bewegt, durch die Kölner Nacht, eben diese ganzen Lichter, die dann alle immer scheinen. Wenn er mit dem Auto fährt, wird er meistens so von vorne gefilmt und man sieht so die, wie die Neonlichter sein Gesicht in verschiedenen Farben erhellen. Und wenn er auf seinem Balkon steht, ist aber die Großstadt immer nur so ganz verschwommen teilweise im Hintergrund zu sehen. Also siehst nur die Lichter so ein bisschen flackern. Und das ändert sich aber auch im Laufe des Films, die Filmsprache, die Bildsprache. Da wird es dann plötzlich eben dieser Hintergrund auch deutlicher. Und zwar genauso, wie uns Zuschauern sein Hintergrund deutlicher wird. Ja, das ist, ich saß da manchmal drin und habe dann einfach so manche Einstellungen gefeiert, die richtig toll waren. Und diese ganze spannende Geschichte, wo er immer tiefer reinrutscht in diese Gangsterkreise und alle möglichen Leute noch mit reingezogen werden, das ist auch sehr spannend inszeniert. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich muss hier eine absolute Empfehlung dalassen und ich glaube, ja, ich habe in unserer Gruppe habe ich 8 Punkte gegeben. Ich glaube, ich gebe hier bei uns mal 8,5, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe mir den auch schon auf die Liste gesetzt, um den irgendwie dann nochmal zu schauen und vielleicht sogar die Blu-ray zu kaufen, in der Hoffnung, dass da vielleicht schön viel Making-of mit drauf ist. Würde mich sehr interessieren, wie manche Sachen gedreht worden sind. Und es lebt halt von den agierenden Personen, von Dennis Mosquito, von Farid Yardım auch, der einfach großartig ist hier in der Rolle. Ich habe es ja auch in unserer Gruppe während des Films, glaube ich, geschrieben, so Farid Yardım als Bordellbesitzer ist einfach so großartig. Ich glaube, der war gar nicht der Bordellbesitzer in dem Moment, aber er war halt in dem Bordell und ist angeschossen worden. Super. Ich habe den Film echt gefeiert. Ich weiß, wie sieht es in der Gruppe aus? Hast du gerade einen Blick rein, wie die anderen? Zwischen 8 und 4 ist alles dabei. Okay, 4 hat eine Person, glaube ich. Ja. Ansonsten ist so schon. Die meisten haben 8. Vorderes Mittelfeld. Ja, die meisten haben 8. Also er wird sich so bei 7 rum, denke ich, einpendeln. 7, irgendwas. Oh, ich fand ihn so gut, ey. Wirklich gut. Sehr überraschend gut vor allem. Weil es ist ja immer so, wenn, ja, so ein deutscher Film, Erstlingswerk oder sowas und gerade. Wir hatten ja letztens diesen Home Sweet Home, wo sie irgendwie versucht haben, irgendwas Cooles zu machen. Und das hat ja nicht so richtig funktioniert. Und hier ist einfach wirklich keep it simple. Ja, verfolge ihn, hab eine geile Geschichte um ihn rum, lass ihn immer tiefer irgendwo reinschlittern. Und das hat wirklich gezündet. Also da waren auch viele
im Kino drin, so, du hast so richtig die Spannung gemerkt, auch im Kino. Da ist auch keiner rausgegangen irgendwie. Obwohl die Szene am Anfang, wo der den Zahn zieht, war echt drastisch. Also ich musste da auch mal weggucken, weil das ist überhaupt nichts für mich, so Zahnarztgeschichten so. deswegen, das ist echt eine üble Szene. Da kommen auch später noch ein paar üble Szenen, weil der ist halt, der bewegt sich halt wirklich in einem Bereich, wo du sagst, ja, der hat halt keine Praxis, wo er die Leute ordentlich behandeln kann, sondern das ist halt alles so mit der Hand am Arm, ne? Das ist halt irgendwie. Gerade wenn er dann Fariadem irgendwie verarztet, der da so einen Durchschuss in der Schulter hat und da suppt das Blut raus und alles und später dann noch bei dem zu Hause weiter verarzten und so. Puh. Also starker Film, tolle Atmosphäre, absolut empfehlenswert. Startet einen Tag nach dem Valentinstag, ist vielleicht nicht der ideale Valentinstagsfilm. Verstehe ich jetzt nicht. Oder vielleicht gerade der ideale Valentinstagsfilm, weil wenn ihr den geil findet und eure Begleitung den auch geil findet, dann habt ihr euch gefunden. Ne? Also das, obwohl es ja ein Tag Test, meinst du? Aber vielleicht dann doch lieber in den, wie hieß der, den wir letztens hatten, wo die nach Australien fahren zu der Hochzeit oder so. Das ist vielleicht so ein idealer. Der ist bestimmt in den Charts drin. Da kommt wo noch die mal Lüge wieder hinfällt. Ja. Vielleicht den. Also von mir absolute Empfehlung. Schock. Vormerken den Film. 15.02. startet der in den deutschen Kinos. Wird vielleicht aufgrund seiner, ja, da starten bestimmt irgendwelche, wir werden es ja nachher erfahren, irgendwelche anderen Filme dagegen, die ein bisschen mehr Bass haben, vielleicht aus den USA oder Hollywood oder so. Aber vergesst Schock nicht, das ist ein sehenswerter Film. Okay. Wenn wir einmal die Gruppe aufhaben, Chris, was ist denn so, welchen Tipp hast du von der Kinoleitung bekommen und ist da schon irgendwas eingegangen? Ich muss die ja verbessern, weil ich tatsächlich im völligen Delirium einfach nur Copy-Paste gemacht habe und dann vergessen habe. Jetzt steht es ja richtig drin. Ja, der Tipp ist eine großartige Persönlichkeit für die Sneak am 12.02.24. Das ist die Sneak 1203. Ja. Erik, was soll sind denn für Tipps eingegangen? Okay. Ja, der Martin hat getippt, Bob Marley, One Love, der startet auch, glaube ich, in der Woche. Und das Bei kam mir auch als, Schrei. Das kam mir auch als erstes in den Sinn, als ich das gehört habe mit großartiger Persönlichkeit. Nee, so geht das. Ist eigentlich gar nicht die wörtliche Übersetzung, ne? Was? Ja. Natürlich. Alte Kolk Schrei. Nee. Das heißt es nicht. Im Schwäbischen schon. Ja, das mag sein. Dann hat die Jana noch getippt. Ich weiß gar nicht, ob die Jana schon mal was getippt hat. Hat aber ein schönes Profilbild, so mit so einem Regenbogen außenrum, so als Rahmen. Sieht cool aus. Die hat getippt, Maria Montessori, ein Leben für die Kinder. Okay. Also jetzt vom Titel her meine ich, ist glaube ich nichts für mich. Dann hat die Julia noch getippt. Die hat getippt, oh, die hat ein Profilbild, also irgendwo in Bergen. Die hat getippt Dream-Szenario. Was auch immer das ist, habe ich noch nichts davon gehört. Ich wollte auch noch was tippen, ich habe es vergessen. Vielleicht fällt mir irgendwas ein bei den Neustarts oder ich reliefere das noch nach rechtzeitig. Und für alle, die in die Sneak Preview in Stuttgart gehen, der Hinweis, das Bilderrätsel gibt es dann morgen am 12.02., weil der Chris ja letzte Woche nicht da war. Genau, also seid gespannt auf das Bilderrätsel. Okay, was haben wir denn noch Schönes? Die Kinocharts und die Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Stuttgart auf Platz 5. Ich habe gehört, der performt weltweit nicht so gut, obwohl der Trailer richtig geil aussah. Argyle. Argyle, ja. Das scheint doch nicht so arg geil zu sein. Platz 4 hatten wir gerade schon davon. Wo die Lüge hinfällt. Wird, glaube ich, nochmal einen Push bekommen durch die Valentinstagsaktion. Gibt es so eine Innenstadtkinos auch irgend so eine Aktion? Kriegst du so ein Menü mit Popcorn und mit allem Pipapo relativ günstig und so. Platz 3, Ella und der Schwarze. Panther. Panther, okay. Also. Sag mal. Kein Erotikfilm sozusagen. Was ist? Der schwarze Jaguar, Entschuldigung, ich weiß nicht, der schwarze Jaguar. Nee, vielleicht war bei Black Panther. Der schwarze Puma vielleicht? Nein, der schwarze Jaguar. Erik, sag mal, I know what you did there. Und dann kommt direkt der nächste Titel, der passt dann zu dem, was du gerade gesagt hast. Poor Things. Poor Platz Jokes, zwei. Okay. Platz 1, 1 Million Minuten. Doch ganz schöner Kinoerfolg jetzt. Also den sieht man auch fast in jeder Webseite irgendwo, wird der Film empfohlen. Okay, und was startet denn jetzt Neues? Wo ist meine? Hier. Demon Slayer
Kimetsu no Yaiba zum Training der Säulen. Anime-Spielfilm rund um den Dämonenjäger Tanjiro, basierend auf der Demon Slayer-Episode Dorf der Schwertschmiede und Episode 1 der Arc Training der Säulen. Mhm. Wer kennt es nicht? Ja. Ja. Also, ja, das startet. Okay, es startet auch noch Bob Marley, One Love. Da schlüpft Kingsley Ben-Adir. Nicht Ben Kingsley Adir, sondern Kingsley Ben-Adir in die Hauptrolle. Dann startet Schock, ein deutscher Thriller über einen Arzt, worüber wir gerade jede Menge hier schon erfahren haben. Sehenswert. Rückkehr zum Land der Pinguine. Das ist eine Doku. Ja, aber könnte vielleicht doch, wird bestimmt laufen in Stadtkinos, weil ich glaube, der erste Teil lief auch schon sehr lange, irgendwie im Land der Pinguine ist da, glaube ich. So eine Doku, wo so eine Pinguinreise da begleitet wurde und jetzt kehren sie dann dahin zurück zum Südpol und schauen da mal, was sich da entwickelt hat. Dann startet ebenfalls noch auch ein Doku-Film. Weiß ich, nehmen wir den mit rein? Oder gehen wir auf Kolonos? Ein Drama, ein chilenisches Historiendrama, welches aus verschiedenen Perspektiven von der Landeroberung Patagoniens zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählt. Oder hätte ich jetzt die Unsichtbaren machen sollen mit der Doku? Keine Ahnung. Nee, lass mal. Okay. Linoleum startet auch. Den hatten wir doch auch. Genau, unsere Hörer werden sich erinnern. Wir haben den ziemlich gefeiert. Den hatten wir vor einiger Zeit. Ich glaube, das war noch im alten Jahr, ne? Hatten wir den in der Sneak Preview und wirklich sehr lange oder weit vor Kinostart hatten wir das. Da geht es um einen Moderator von so einer Wissenschaftskindersendung, Above and Beyond, und der wollte selber schon immer Astronaut werden. Und dann fällt ein Satellit in seinen Garten und er baut dann so Teile aus und will sich dann eine eigene Rakete bauen und so. Aber das ist nur die eine Geschichte, die ziemlich weird klingt. Da steckt noch viel mehr dahinter und das ist ein sehr sehenswerter Film. Definitiv, ja. Hat Spaß gemacht. So, that's it. Mehr gibt's nicht. Ich guck mal ganz kurz. Hier steht noch was. The Atrocity Exhibition. Mal gucken, was das ist. Bei filmstarts.de. 15. Februar. Was ist das? Drama/Horror. Der Universitätsprofessor Travis ist fasziniert von der Geschichte der gewaltsamen Selbstzerstörung der Menschheit. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Nathan und dessen Geliebter beginnt Talbot die grotesken und schändlichsten Taten der Menschheit gegen sich selbst in aufwendigen Inszenierungen nachzustellen. Okay. Ja. Okay. Ja, ich denke mal, dann sind wir soweit durch hier mit den Neustarts und begeben uns mal ins Heimkino mit unserem Rezensionsfilm. Heimkino. Ultimatum. Die Bombe tickt. Tick, tack, ja. Tatsächlich ein Film, ein spanischer Film, wo ich, wie Erik schon eingangs erwähnt hat, den Trailer, das war so ein bisschen den Teaser in die Timeline gespielt bekommen habe, wo ich gesagt habe, oh, der könnte interessant sein, den würde ich gerne mal sehen. Und dann haben wir da dankenswerterweise eine Rezensionsdisk bekommen. Und wenn ich schon dankenswerterweise sage, ist das immer ein gutes Zeichen, glaube ich. Worum geht's in diesem spanischen, und was läuft das? Thriller, würde ich mal sagen, oder? Wie würdest du es nennen? Ja, schon, oder? Es ist schon, versucht ja Spannung aufzubauen. Versucht, okay. Drama ist vielleicht auch noch, es sterben ja ein paar Leute. Ja, gut. Ist auf jeden Fall, lernen wir Santi kennen, Santiago, Gott, wie heißt es? Azcacibar. Nein. Blöd, Mann. Das ist kein ehemaliger VfB-Spieler. Santi ist Taxifahrer. Seine Frau irgendwie und ist so zu Hause und möchte mit ihm eigentlich essen gehen und er ist nicht so begeistert. So, weiß nicht, alles so ein bisschen seltsam. Man merkt so ein bisschen, da ist wohl gewaltig der Wurm drin in der Familie. Und Santi, von Luis Tosar dargestellt, fährt seine letzte Fahrt für diesen Tag an den Flughafen von Madrid und wie er seinen Fahrgast rauslässt und gerade seine Frau dann nochmal anrufen möchte und halt, wenn man sich auf den Weg machen möchte nach Hause, gibt es zwei große Explosionen, wo ihm so ziemlich alles um die Ohren fliegt am Flughafen, weil dort Terroristen Bomben gezündet haben. So ein bisschen im
völligen Delirium oder im völligen Schockzustand steigt er aus seinem Taxi aus, das für sein Glück erstmal nichts abbekommen hat. Und schaut sich um und sieht dort sehr, sehr viele verletzte Leute. Das finde ich übrigens sehr, sehr drastisch auch dargestellt. Da fehlen teilweise Gliedmaßen und alles. Und da ist wirklich nicht so, das so ein bisschen verschönlicht dargestellt oder so vereinfacht dargestellt, wo man sagt, so, ja, okay, ist halt Dings, sondern das ist schon so, ja, da hat es gewaltig gerumst und hat da einige ziemlich verletzt und Todesopfer auch gefordert. Und er stapft da quasi in diesem Krisengebiet kurz umher und sieht dann einen jungen Mann, der auch verletzt wirkt und sagt, komm, hier, pass auf, ich nehme dich mit. Hock dich rein, mein Taxi, ich fahre dich sofort ins Krankenhaus, einfach damit er auch helfen kann. Und wie er in sein Taxi einsteigt und da um Hilfe rufen möchte noch, zieht eben dieser Fahrgast eine Pistole. Und stellt sich raus, dass es Hamza ist, gespielt von Nurdin Batan, der einer der Attentäter ist, aber sich nicht in die Luft gesprengt hat. Mhm. Und der bringt Santi dann dazu, vom Tatort quasi wegzufahren. Und es beginnt dann aus seinem Terroranschlag, entsteht dann so ein Entführungsfilm, der allerdings eine ja relativ drastische Wende mit sich bringt, weil am Ende des Tages, ich sag's mal so, am Ende des Tages sind plötzlich alle Augen auf Santi gerichtet. Das kann man ja vielleicht schon irgendwie erklären, was da passiert, oder? Weil ja, man sieht es im Trailer, sieht man es ja ein Stück weit, auch wenn man den spanischen Titel kennt, der, glaube ich, nämlich genau in diese Richtung rausgeht. Und alle Augen sind wirklich auf Santi gerichtet, weil Santiago läuft mitten durch Madrid mit einem Sprengstoffgürtel um. Wie es dazu kommt und warum und so, das verraten wir jetzt nicht, weil das wäre, ja, das wär zu viel gespoilert. Ich kann nur zu dem Film sagen, der kam 2023 in die Kinos, nicht in die Kinos, er ist ja erschienen in der Ersterscheinung und ich fand es relativ spannend gemacht. Also ich fand den ersten Teil, wie Santi den Fahrgast oder der halt ja seine Fahrt macht und dann die Explosion und alles, das fand ich relativ krass, das fand ich cool dargestellt. Dann diese Flucht weg, da hat der Film für mich unglaublich an Spannung verloren. Die Polizeiarbeiten im Hintergrund sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Da ist die leitende Ermittlerin, ist seit 3 Tagen im Amt. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich weiß nur, sie wird von Patricia Fico gespielt. Fico. Sie hat mir Fico gezeigt. Sie haben uns Fico gezeigt. Und da hat mich der Film fast verloren tatsächlich. So zwischendrin, weil es da ziemlich abflaut. Aber er nimmt dann nach fast genau einer Stunde, also da geht, wie lang geht er? 100 Minuten ungefähr? Sowas rum. Mal gucken. Ja, 1 Stunde 45. Ja, guck mal, 105 Minuten, okay. Also nach einer Stunde hatte der Film mich quasi verloren, wo ich gedacht habe, ja, schade eigentlich, sah mit viel Potenzial aus. Und dann bekommt er einen neuen Drive, den ich ein bisschen holprig fand. Also diesen Umschwung, den es dann nochmal gibt, fand ich ein wenig holprig. Aber was sie daraus hinten draus gemacht haben, das fand ich wieder relativ gut. Und so hat der Film also quasi ein zweites Mal angefangen, nachdem er ziemlich abgeflaut ist, und hat mir dann im Endeffekt ganz gut gefallen, auch wie man es dann hinten raus gelöst hat und dass dann auch ein paar Fragen, wie ich finde, immer noch offen bleiben, die ja aber vielleicht auch bewusst tatsächlich nicht geklärt werden. Was sich für mich nicht so ganz erschlossen hat, war die Side-Story mit der Familie von Hamza, also mit dem Attentäter. Das hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Und die Story von Santis Familie, die fand ich auch so ein bisschen holprig dargestellt, wo du so denkst, so, ja, okay, ach so,
ich weiß nicht, wie es dir da ging, Erik, aber das war für mich so, ah ja, okay, ja gut, es ist eine relativ simpel gehaltene Erklärung für die familiären Verhältnisse bei denen. Ja, es war halt sehr viel, sehr konstruiert. Ich bin leider nicht ganz so euphorisch wie du bei dem Film. Warum nicht? Wo hat er dich auch verloren nach der Stunde? Nee, schon, schon eher. Oh. Schon viel eher. Irgendwie, ja, also ich fand sogar den Anfang, wo den Terroristen in Anführungszeichen aus Versehen mitnimmt, wo sich das Blatt wendet, das fand ich noch halbwegs spannend gemacht, aber gerade so, da hatten wir für die Polizeichefin, die war ja so unglaubwürdig da hatten wir halt so ein Model genommen irgendwie und die hat ja gespielt, so hölzern wie GZSZ irgendwie gefühlt, also die hat man ja nur genommen, also sorry für die klare Aussage, aber die hat man ja nur wegen ihres Ausnehmens gecastet hier, die konnte ja nicht wirklich gut schauspielern mich hat extrem das Color Grading genervt bei dem ganzen Film, wo halt wirklich versucht wurde, so das Ganze besonders teuer aussehen zu lassen und gut und es war alles so blaustichig oder braunstichig, wenn die Terroristen dran waren und das sollte alles richtig geil aussehen und es war so ein bisschen Style over Substance und ja und dann später in der weiteren Entwicklung, okay, da war mir dann ein bisschen zu viel geklaut von Speed zum Beispiel. Ja gut, ja gut, aber das war die ja. Lösung, die sie dann ja hatten, ne, war ja, na gut, ich kann es jetzt nicht spoilern, aber den dann das, nee, also das funktioniert fand ja ich in, aber in dieser Welt funktioniert das ja nicht, weil die sagen ja, das ist irgendwie über Bewegungssensoren und GPS und sowas und dann Nein, GPS nicht. Ach so, GPS. Kein nicht. GPS, ja, das haben sie okay. gesagt. Trotzdem, also heutzutage kannst du so günstig GPS-Sensoren, weil die wussten ja auch immer, wo er gerade ist. Also die hatten ja offensichtlich GPS und so. Naja, jedenfalls, das war ein bisschen alles bullshittig, die ganzen Erklärungen hinkonstruiert. Und dann, ich sag mal so in Anführungszeichen, damit ich jetzt nicht zu viel verrate, wo das Telefon verloren geht und in andere Hände kommt, das fand ich noch bescheuerter und das hat mich am Schluss dann immer mehr verloren. Also ich war dann, okay. Mir war es dann irgendwann egal. So. Also bis zu dem Moment, wo er dann ausgenockt wird und die Bombe selber bekommt und dann da los, das fand ich noch halbwegs interessant, aber dann flacht es für mich immer weiter ab und hat wirklich extrem verloren. Bis hin zu auch so schlechte Synchronisation war auch noch mit dem Thema hier. Ich meine, es ist immer schwierig, Spanisch oder Italienisch auf Deutsch zu synchronisieren, weil die Italiener und Spanier, die haben einen riesen Redefluss, weißt du, und da musst du erstmal genügend deutsche Worte finden, damit die Lippenbewegungen gefüllt sind. Und das führt dann meistens dazu, dass dann wirklich ein riesen Geschnatter ist, wie bei der Polizeichefin, was dann einfach sehr ermüdend ist. Und ach, nee. Also mich hat er hinten raus immer mehr verloren, der Film, leider. Hätte cool sein können. Ja, und dann noch diese Familiengeschichte, die da hinkonstruiert wurde. Das fand ich auch echt. Also da bin ich voll bei dir. Hinkonstruiert ist tatsächlich ein guter Punkt. Also das war so, das fand ich arg knirschend. Aber so die Grundidee vom Film war schon ganz cool eigentlich. Ja, sie hätten sich ein bisschen was Neues einfallen lassen können. Also gerade so das, was das Entscheidende des Films ist, waren ja zwei Sachen. Und beide Sachen wurden von Speed geklaut. Und aus dem Film. Und deswegen, gut, wer jetzt Speed nicht kennt, kann hier mal einen Blick riskieren. Der kennt halt die Vorlage nicht. Für den könnte es vielleicht was sein. Ist ja ein bisschen moderner auch. Und ich meine, Madrid ist ja leider auch geplagt worden durch terroristische Anschläge. Was natürlich dann für die Personen, die dort leben, so ein Film ist natürlich so ein Finger in die Wunde, ne? Und vielleicht auch wieder ein ganz heißes Eisen angefasst mit so einem Film. Da mag das noch eine andere Brisanz haben, der Film. Aber für mich jetzt so aus der Ferne und mit diesen ganzen Vergleichen von anderen Filmen und so, hat er leider ein bisschen verloren. Für mich war es eigentlich ein okayer Sneak-Film, wenn es ein Sneak-Film gewesen wäre. Aber jetzt kein Film, den ich mir jetzt kaufen würde. Deswegen von mir mal 5,5 von 10. War okay, hat mich jetzt nicht zu sehr geärgert. Wie gesagt, der Anfang, da wäre ich auch so ungefähr bei dir gewesen. Aber hinten raus hat er so weit abgeflacht, dass dann im Durchschnitt, der Mathelehrer weiß Bescheid, dann verloren hat. So, was gibst du denn? Ich habe es jetzt durch unsere Besprechung tatsächlich von 7 runter auf 6,5, weil du hast schon recht, es waren schon einiges, wo noch geknirscht hat und wo mir dann auch so, ja, wie gesagt, er hat mich nicht ganz verloren, der Film,
weil ich eben hinten raus das eigentlich doch ganz cool gemacht fand und auch die Idee dahinter eigentlich ganz cool. Ja, klar war es geklaut von Speed, aber dann kannst du sagen, alles, wo irgendwie eine Bombe in Bewegung bleiben muss. Also Speed 2 war auch geklaut von Speed 1. Deswegen, ich bin bei 6,5 von 10. Ich hatte, ja, durchaus zwischenzeitlich wieder Spaß bei einem Film, der mich innen drin mal verloren hatte. Aber es war vollkommen okay. Wie du sagst, für eine Sneak wäre es sogar, glaube ich, auch echt cool gewesen für einen Montagabend. Deswegen, ja. Lass da mal so einen Film, lass da mal ein US-Remake machen von dem Film. Das, ja. Ich habe gerade so eine Idee. US-Remake von dem Film. Ein Anschlag, nicht aufs World Trade Center, sondern irgendwas anderes, ja. Irgendwelche Terroristen, einer entkommt. Die Story bis zu dem einen Punkt und das mit dem Gehen ersetzen wir durch zum Beispiel einen Fahrradkurier, der aber wirklich relativ schnell fahren muss durch den New York. Ja, du hast da auch wieder Speed. Ja, du hast Speed und diesen anderen Film, da gab es mal diesen einen mit dem Fahrradkurier, der da auch so, aber du hast halt mehr Action drin, als ein Typ, der da lang schlurft und dann, weißt du, und er muss halt ständig in Bewegung bleiben und GPS, dass er über GPS getrackt wird, dass da kein Stopp stattfindet, dass er zum Beispiel einfach im Stand weiter tritt oder sowas. Sowas zum Beispiel in der Art, den ganzen Familienscheiß, den lässt er mal außen vor. Das ist Quatsch. Den braucht es nicht bei so einem Film. Wirklich einen ganz straighten Film oder meinetwegen nicht Fahrradkurier, was weiß ich. Oder lass einfach einen Runner oder sowas sein, der wirklich sich bewegen muss, schnell. Ja, nicht da lang schlurfen und dann alle hinterher, sondern sowas in der Art, weißt du. Und dann halt USA mit allen möglichen Kameras und so weiter. Das wäre eine Idee vielleicht für so einen Film, für so ein Remake, was vielleicht ein bisschen besser wäre. Na gut, also Ultimatum, die Bombe tickt, jetzt gucken wir mal aber ganz kurz. Wir sind uns ganz kurz darin auch einig, da wird es ziemlich sicher ein US-Remake davon geben, oder? Meinst du? Ja, glaube schon. Der läuft halt dann nicht mit einer Bombe durch Madrid, sondern mit einer Bombe durch New York oder sowas. Ja, ob er jetzt läuft, wäre die Frage. Also ich würde es halt ein bisschen aufpeppen, weil dann würde ich halt auch einen jüngeren Darsteller nehmen und den dann wirklich ein bisschen mehr Action reinbringen. Ich gucke gerade mal. Ultimatum, die Bombe tickt, gibt's, kann man bestellen auf Amazon hier. Weitere Versionen auf Blu-ray, 29. Februar. Kommt das erst noch? Ich glaube, das kommt erst noch, oder? Ja, ich glaube, steht hier. Ah ja, genau, Vorbesteller. Also gibt's ab dem 29. Februar 2024 auf Blu-ray und DVD zum Kaufen, wer das gerne möchte. Und ich werfe noch einen Blick auf, wer streamt es, ob das vielleicht dann irgendwo auch verfügbar ist zum Ausleihen digital. Nee, da ist es noch nicht drin, Video on Demand. Also wenn euch das jetzt soweit gefallen hat, dann bleibt euch nur die Wahl, das mal auf Disc zu kaufen erstmal noch. Vielleicht gibt es das dann irgendwann demnächst mal zum Streamen. Ich habe gerade kurz hier Verstärkung bekommen für die nächste Sache, für die Serie, die jetzt gleich kommt. Ich dachte schon, es waren Pups, aber nein. Es war so. Übrigens zum Thema Neuauflagen und sowas, ich darf dich an Steig nicht aus erinnern. Wie viele Neuauflagen von dem und Adaptionen gibt es? Ja. Ja, wobei das war ja eigentlich eine Originalidee, eine spanische, glaube ich, von dem Film. Während das hier ist ja schon ein bisschen geklaut. Ja, wer weiß nicht. Die Amerikaner, denen gehen ja immer ganz gern die Ideen aus, dass sie dann europäische Sachen nochmal neu machen. Vielleicht, wir sehen dann bestimmt Liam Neeson in der Hauptrolle. Oh Gott, das wird Liam Neeson. Ja gut, vom Alter her könnte es passen. Ja, wie er dann so durch meine Verstärkung geht wieder. Stadt schlurft, ja. Okay, Serien. Oder besser gesagt, eine Serie. Serien. Übrigens, das Husten im Hintergrund war genau der Grund, warum Kate heute nicht dabei ist. Ist immer gut, wenn man in eine Podcast-Aufnahme reinplatzt und dann hustet. Aber kein Corona? Oder? Nein, kein Corona. Kein Corona. Percy Jackson habe ich geschaut in der Zeit, wo ich krank war. Jetzt sagen viele, ja, du warst wirklich krank. Ja, du warst wirklich krank, oder? Nein, tatsächlich hat es mich so interessiert. Es kam ja schon
im Dezember, 20. Dezember 23 auf Disney Plus raus. Also schon, Erik hat es schon ganz gut gesagt, ein bisschen late to the party. Ist mir aber relativ wurscht in dem Fall, ja, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte eigentlich wirklich reingucken. Ich fand die Filme, die Percy Jackson Filme eigentlich schon so, ja, kann man mal angucken, ist ganz eine witzige Idee eigentlich so mit griechische Mythologie, griechische Gottheiten in die Neuzeit zu transportieren. Und das macht Percy Jackson die Serie, wie sie in Deutsch übrigens heißt, Percy Jackson die Serie, was ich unfassbar nervig finde, weil du siehst jedes Mal hier so Percy Jacksons and the Olympians oder irgendwie sowas und dann steht die deutsche Übersetzung Percy Jackson die Serie. Also, Walker Scobell schlüpft in die Rolle des Percy Jacksons, also 12-jähriger Junge, der überall aneckt, der Probleme hat in der Schule, der nicht so ganz klarkommt auf sein Leben und alles so ein bisschen schwierig erscheint. Er hat dann irgendwann einen besten Freund mit Grover gefunden, gespielt von Aryan Simhadri. Das sind alles Schauspieler, die werden einem kaum was sagen, aber ja. Und Percy Jackson hat eben ein großes Geheimnis, weil er ist ein Halbgott. Oh, das hätte ich eigentlich vom Erik kurz erwartet, dass er sagt, Ich kenne ja die Serie, deswegen wirst du mich jetzt nicht sehr euphorisch erleben. Okay, wer ist der Vater von Percy Jackson, weißt du das auch? Zeus. Nein. Ha! Amor. Nein, okay, du hast absolut keine Ahnung. Ja, nee, ich habe es doch geguckt, aber es hat mich so wenig interessiert. Also ich habe sogar irgendwie 1, 2, 3 Folgen geguckt, aber dann habe ich gedacht, Also der Vater von Percy Jackson, ganz um das komplett... Neptun. Nah dran. wenn man sich nämlich das anschaut. Aquaman. Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Aquaman. Wenn man sich den Schriftzug von Percy Jackson anschaut, dann weiß man eigentlich direkt, wer sein Vater ist, aber es heißt drum. Und es kommt dann auf jeden Fall raus, dass eben Percy Jackson doch mehr ist wie ein kleiner, gestörter 12-jähriger Junge. Und Grover auch ein bisschen mehr ist wie nur ein Kumpel, sondern Grover ist tatsächlich einer, der auf ihn aufpassen sollte. Und dann eben, ja, es daraus kommt, dass das Percy Jackson von der Schule fliegt, weil was passiert, dass viele nicht gesehen haben, aber er halt. Und dann wird es halt doof, weil irgendwo muss Percy Jackson ja dann hin. Und die Mutter, die ihn eigentlich bisher immer geschützt hat und alles, beschließt dann, okay, er muss in dieses Camp oder er sollte in dieses Camp. Und dann gibt es eben ein spezielles Camp für solche verbotenen Kinder oder für so Halbgötter eben, die da aufwachsen, die da geschult werden, die da lernen, wie und was und alles. Und das ist, ja, auf dem Weg dorthin passiert halt auch noch was mit seiner Mutter, die dann in die Unterwelt zu Hades kommt und was weiß ich was. Und dann kommt raus, dass eben der Blitz von Zeus, der Führungsblitz, der Gottblitz, der was weiß ich was, gestohlen wurde. Und es heißt, Percy Jackson hat den gestohlen, weil er taucht auf und dann kommt es. Und wenn der Blitz nicht zurückkommt, dann erklärt eben Zeus, der Gottvater, erklärt dann seinen Brüdern, unter anderem Poseidon und so, den Krieg und alles. Und man macht sich dann... Hä, wann war denn das? Weil ich habe ein paar Folgen geguckt, da sind die in irgendeinem Camp und jeder musste seine Fähigkeiten entwickeln und sowas. Wann war denn das mit dem Blitz? Kann mich gar nicht erinnern. Das kommt da alles. Ach so, okay. Dafür habe ich vielleicht nicht so weit geguckt. Ja, ich sehe schon. Und er macht sich dann eben zusammen mit Grover und Annabeth, einer Tochter von Athena, auf den Weg eben... Richtung Unterwelt, einmal quer durch die USA, wo man ihn vermutet, bei Hades eben den Blitz zu finden, den Blitz herauszuholen, um da diesen großen Krieg zu vermeiden. Das ist so in etwa der Plot, also man jagt mal wieder was hinterher in einem Dreierteam und es entwickeln sich dann natürlich auch irgendwelche Dynamiken und was weiß ich was alles. Also es ist, ja, ganz nett erzählt eigentlich die ganze Sache. Problem für mich an der Serie ist, dass es manchmal auch ein wenig hölzern dargestellt ist, ein bisschen
unlogisch zusammengebastelt ist, dann immer mal wieder so, ist ein ganz oft so kurze Sequenzen, so 8-9 Minuten und dann Bildschirm schwarz, da merkst du, okay, wenn es jetzt eine TV-Serie wäre, jetzt würde Werbung laufen. Also es ist einfach super anstrengend, das tatsächlich manchmal anzuschauen und dann sind auch komische Brüche drin, wo ich nicht immer so ganz nachvollziehen konnte, wie und was. Es sind, was ich ganz cool fand, halt die ganze griechische Gottgeschichte und so ist transportiert in die Neuzeit. Und wie halt auch die Gottheiten sich da angepasst haben und da untertauchen und die Effekte sind ganz cool gemacht. Aber insgesamt, ja, ist schon. Es ist jetzt kein kompletter Scheiß, wo ich sage, um Gottes Willen, was für eine Zeitverschwendung, sondern es ist eher so, ja, okay. Das ist, glaube ich, so schön seicht, dass man das schön wegbingen kann, wenn man krank ist. Also das kann man, glaube ich, so sagen, weil. Ja, das trifft es ja, auch ganz gut wieder. Das ist, du triffst da gerade einen ganz guten Punkt. Das ist schon so ein bisschen seicht auch. Ich fand es halt so kindisch teilweise, wie die ersten Harry Potter Filme. Oh, Shitstorm incoming. Die ersten Harry Potter Filme, die waren ja sehr kindisch. Also, weil da sind sie halt alle noch Kinder, wo sie da in der Schule ankommen und so weiter. So, haha, die Scherze, die sie untereinander machen. Und so ungefähr fand ich das ja hier auch, wo die in das Camp kommen. Und dann gibt es so den Beef unter Kindern. Ja, das ist der nicht mit dem kann, weil der hat dem mal das Spielzeug weggenommen. Also es ist. Ich habe inzwischen ja auch ein bisschen noch was dazu gelesen und es ist wohl wirklich so, dass der Autor der ganzen Percy Jackson-Reihe sehr viel bei der Serie mit dabei war, da sehr viel mitgewirkt hat, dass es auch sehr nah an den Büchern wohl sein soll, wofür mir jegliches Verständnis fehlt, mal wieder, ist, dass sich die Leute darüber aufregen, über die Hautfarbe der Darsteller oder was weiß ich was, wo ich einfach nur denke, ey Leute, es geht um irgendein Fantasy-Zeug, was ist eigentlich euer Problem? Also da fehlt mir komplett jedes Verständnis, das sind die Menschen, die Angst haben vor einem Regenbogen oder sowas. Ohne Witz, get your shit together heißt ja so schön. Da fehlt mir jedes Verständnis. Also mir ist es doch scheißegal, ob zum Beispiel Zeus jetzt rot, grün, schwarz oder was weiß ich was ist, oder gelb oder käsig weiß oder eine lila Kuh, ist mir scheißegal, hey. Also wirklich scheißegal. Es ist einfach eine Fantasy-Sache. Und fehlt mir jedes Verständnis gerade wirklich dafür, dass da sich Leute drüber aufgeregt haben. Dass die nicht alles mit Griechen besetzt haben. Oh, wer hätte es gedacht? Also, gut, Dionysus mit Jason Mantzoukas, okay, der hat auf jeden Fall was, aber ansonsten, ey, get your shit together, was das angeht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man das so gemacht hat. Warum denn auch nicht? Ist doch wirklich wurscht. Bei mir ist immer so ein Ausschaltimpuls, wenn, also nicht nur mit einem Musical, wenn die Leute anfangen mit Singen, sondern wenn Personen irgendwie so halb Mensch, halb Tier sind oder sowas, das ist immer für mich so ein. Oh, das ist schwer erträglich und das ist hier leider auch sehr oft der Fall. Verstehe ich es nicht. Also. Das ist ja schon ein Pilotfilm, wo dann nach dieser ersten Aktion der eine sich offenbart und so. Das fand ich. Ja, aber dass das für den Ausschaltimpuls ist. Naja. Also es läuft übrigens unter Drama das Ganze. Ich hätte eher so. Drama. Ja, Drama sehe ich eigentlich auch nicht. Ich hätte eher auch so Fantasy. Ja, Fantasy. Fantasy sowieso klar. Ja. Und es ist okay. Also ich meine, ist ja jetzt auch, glaube ich, ganz gut produziert und so. Aber ich weiß nicht, ich habe dann auch nicht weitergeguckt. Hat mich auch nicht mehr gereizt, da nochmal reinzuschauen. Und für mich ist das halt einfach nichts. Das habe ich dann an einem bestimmten Punkt halt gemerkt. Und ja, ist halt so. Ich meine, wo ich krank war, also jetzt hier im Corona, da konnte ich ja wirklich gar nichts gucken. Aber dann, wo es mal ein bisschen besser ging, da habe ich auch irgendwelche ganz seichten Sachen geguckt. Ja, also man kann mal reingucken. Ja machen, wenn man da vor sich hin sieht. Ja, es ist dieses Ding, entweder das holt einen ab. Mich hat es halt so weit abgeholt, dass ich es dann schon zu Ende gucken wollte, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich schon. Du hast keine Kraft mehr gehabt, irgendwie den Ausschalter. Es kam nur noch, sind Sie noch da? Schauen Sie noch, drücken Sie mal bitte okay. Ich will ausschalten, oh verdammt. Und dann lief es halt durch.
Nein, so ist es tatsächlich nicht. Also ich habe es tatsächlich bewusst bis zum Ende geguckt, weil ich gesagt habe, jetzt will ich schon wissen, wie sie es auflösen und wie sie es am Ende machen. Hat es Potenzial für eine zweite Staffel? Die zweite Staffel ist bestätigt. Also das wird eine zweite Staffel kommen. Muss auch, weil die haben alles darauf ausgelegt, dass es. Oh mein Gott, da haben ja alle von meinen Lieblingscharakteren überlebt, wenn es da eine zweite Staffel gibt. Aber ich sag dir, wenn dir das gefällt, kannst du mal Harry Potter gucken. Auf jeden Fall Percy Jackson. man kann mal reinschauen. Es ist ja, wenn man eh Disney Plus hat, kann man mal reinschauen. Ja. Da soll sich jeder sein Urteil bilden. Ich denke, für so, ja, für welches Alter wird es sein? Ja, so wie die Bücher halt, die Zielgruppe, denke ich mal so. Ja. So 10 bis 16, schätze ich. Ja, wobei 16 wahrscheinlich schon zu alt ist, die verdrehen da eher die Augen. Aber gut, mal reingucken, mal einen Blick riskieren. Hm. Ist schon ganz cool. Was ich halt schön finde, ist teilweise auch die griechische Mythologie da noch so ein bisschen mit reingebracht und da auch die Geschichten so ein bisschen rein. Oh, das hat ein bisschen was von Bills und Teds verrückte Reise durch die Zeit da, wie diese Mythologie-Verklärung. Wow, jetzt wird's wild. Erik, jetzt wird's ein bisschen wild. Aber gut, nein, Percy Jackson, wie gesagt, schaut mal rein, macht euch ein eigenes Bild. Ich sage jetzt nicht, dass es die absolute göttliche Offenbarung ist, sondern es war okay. Okay, ich habe noch ein paar Tipps, Serien-Neustarts sozusagen. Es startet jetzt in den nächsten Tagen, nämlich genauer gesagt am 14. Februar, startet auf Apple TV Plus eine neue Serie. Ist es Film oder Serie? Ich glaube, eine Serie ist es. The New Look mit Ben Mendelsohn, Macy Williams, John Malkovich und Juliette Binoche. Und Ben Mendelsohn spielt Christian Dior, Juliette Binoche spielt Coco Chanel, Macy Williams spielt Catherine Dior und es geht um den kometenhaften Aufstieg des Designers Christian Dior nach dem Zweiten Weltkrieg, oder es beginnt, glaube ich, so im Ende des Zweiten Weltkriegs in Paris, als die Deutschen noch da sind und so weiter, und da geht das dann langsam aufwärts, der Stern von Dior, und das, wenn das Apple TV typisch gut produziert und gefilmt ist, ist das, glaube ich, sehr sehenswert. Das ist das eine. Dann starten noch zwei, zumindest mal worth mentioning Serien, und zwar auf Pro7 startet jetzt im Free TV eine Prequel-Serie zu Ted von Seth MacFarlane. Und die gab es schon seit Anfang Januar auf Peacock, auf dem Streaming-Service, den man bezahlen muss. Und jetzt kommt es halt ganz normal im Free TV ab dem 12. Februar auf Pro7. Es gibt eine Staffel mit 10 Episoden, ist vielleicht ganz lustig. Also wer den Humor mag von Seth MacFarlane. Und dann. Er ist was für mich auf jeden Fall. Ja, kann man reingehen. Oder du hast ja auch Peacock, kannst ja auch dort streamen, wenn du willst. dann startet auch noch was. Das möchte ich gerne sehen. Da kenne ich zumindest mal noch jemanden von Fortsetzung Folk, der das auch gern sehen möchte. Nämlich ein Reboot der Kultserie Quantum Leap. In Deutsch hieß das, glaube ich, muss ich kurz überlegen, wie hieß die im Deutschen? Zurück in die Vergangenheit oder wie hieß denn das? Ich glaube, so ähnlich. Ja, gab's. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie Quantum Leap, weil dadurch, dass ich es in den letzten Jahren auch immer nur im Original geguckt habe, wenn das irgendwo lief, wie hießen die im Deutsch? Zurück in die Vergangenheit, genau, doch, richtig. Ja, richtig, ja, ich war mir nicht sicher. Da gibt es jetzt einen Reboot mit Brian Winbrand und Stephen Lillian und genau, startet jetzt auf Pro7 das Reboot der Serie, die erste Staffel. Ab dem 12. Februar auf Pro7 kann man sich dann doch mal. Ich werde mir auf jeden Fall mal die Pilotfolge aufnehmen und dann mal reingucken, ob es sich lohnt. Weil ich glaube, ist das irgendwo auf Join, kann man es auch im Streaming gucken. Ja, aber ich nehme sie mal auf Pro7 ganz normal auf und gucke dann mal, ob es da was für mich ist oder nicht. Klingt aber ganz spannend. Okay, das waren so die Neustarts, auf die ich schaue. Und jetzt gibt es noch ein paar Musiktipps auf die Ohren, bevor wir euch dann in die Welt entlassen. Music.
So, was hast du denn Schönes? Gut einfach, ich bin die ganze Zeit, jedes Mal, wenn dieses Music-Ding kommt, ich fange immer mit dem Kopf zu wackeln. So Music. Ja, das passt bloß leider nicht zu den anderen Jingles, deswegen wollte ich das irgendwann mal ändern. Ich find's großartig. Weil Musiktipps passen ja auch nicht, ja, zwingend zu Filmbesprechungen. Höchstens, wenn du sagst, ja, Filmmusik. Aber wir müssen uns auf Filmmusik einigen. Das haben wir nie gemacht, deswegen sind wir relativ offen. Genau wie mein Tipp heute, mein Musiktipp, den ich mitgebracht habe. Relativ neuer Song von From Ashes to New Against the Current. Also es sind zwei Bands, es ist sogar noch ein Dritt, jemand Drittes noch dabei, habe ich jetzt mal gespart. Der Song heißt Barely Breathing. Fand ich ganz cool, oder finde ich ganz cool. Kann man mal reinhören. Habe ich gerade draufgepackt auf unsere Das hast du sehr gut gemacht. Playlist, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify. Die ist eine öffentliche Playlist, dürft ihr gerne abonnieren. Und du kennst doch bestimmt von Snap, war das glaube ich, What Time Is Love, diesen Song aus den 90ern. Und ja, da gibt es jetzt so eine Art Industrial Synthpop Remake, habe ich jetzt mal gehört. Das fand ich eigentlich ganz cool. Dadurch, dass man den Text auch ganz gut kennt von What Time Is Love und den Refrain, kann man ganz gut mitmachen. The Devil and the Universe, What Time Is Love. Packe ich mal mit drauf und ist jetzt sofort auch schon auf der Playlist. Dürft ihr gerne mal anhören. Jo, dann bin ich mal gespannt, was die kommende Woche so bringt an Filmen, an Serien, an Sneak Preview, was uns da so erwartet. Und mal schauen, ob die Kate nächste Woche wieder mit dabei ist, ob sie schon wieder fit ist dann. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.